Yay! Hey! Yippie! 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 Hallo! Oh! Hier ist ein Ogre. Ogre? Ah. Das ist der Schwede. Ja, es ist schön. Ich weiß gar nicht, warum ich immer auf die Typen schieße. Vielleicht, um mehr Erfahrung zu kriegen. Obwohl, weiß ich gar nicht, ob das mehr bringt. Ja, doch. Weil es sind ja auch meine Fallen, die hier das ständig wegbrezeln. Ja, du kriegst auf jeden Fall am meisten Erfahrung. Keine Frage. Aber wir sind doch alle ziemlich gleich von der Höhe hier, von der Stufe. Nee. Du hast uns alle ziemlich überholt und warst auch als erster 71. Ja, weil ich ganz am Anfang auch ein bisschen höher war als ihr. Weil ich allein bis so hoch gespielt habe. Du verrücktes Huhn. Oh, wo ist da der? Ja, der Kristall. Naja, der ist durch. Kristall. Nichts los. Hier in der Mitte, da ist der Ogre, da ist der da am Hämmern. Mann, das ist sowas von Brandenburg, Alter. Es ist überhaupt nichts los. Fühlst du dich auch so Brandenburg? Ja. So leer. Ja. Ich werte mal hier den Tödlichen auf. Oder so rechts. Ja, da will ich mal nicht auf der Karte. Drauf auf der Karte. Jetzt. Ja, natürlich. Man kann ja wohl nicht abstreiten, dass das so optisch gesehen, wenn man auf die Karte drauf guckt, ja, ist auf Berlin, auch, ne? Berlin ist bei genauso rechts. Eine Tradition, dass man nicht Nord, Süden und Westen und Osten und sowas sagt, sondern und rechts, links, links und rechts. Rechts, oben links. Und unten. Ja, das ist, ich meine, damals ist irgendwie nicht eindeutiger. Also laut meiner Ex-Freundin, gibt es auf einer Karte nur da. Wo müssen wir denn lang? Na da! Sie sollte ein Navigationssystem erfinden. Wo müssen wir denn lang? Ja, da. Dadaismus auf GPS-Niveau. Ja. Boah, was ist das denn hier? Habt ihr Spaß? Tierisch. Ach, die stehen hier rum und chillen. Das ist ja verrückt. Ey, yo, lass mal in dem grünen Rauch chillen. Ich wurde auch geheilt, obwohl du die gepettet hast. Kraken! Verrückte Wurst hier. Warum hat der 8 Arme? Ja, eine Halluzination. Eindeutig. Die kiffen hier unter Wasser. Die können es ja. Ach, Moment. Hier wurde die Wasserpfeife erfunden. Was ist denn heute los, Rami? Das einer nach dem anderen jetzt. Bam, 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 hintereinander weg. Alles wieder wettmachen, was du die letzten Folgen erzählt hast? Oder wie meinst du? Ich verstehe hab dich nicht. Lieb. Ja, das habe ich befürchtet. Ach, ich habe trotzdem nicht so ganz verstanden. Nein, alles gut. Du meinst, meine Performance hat die letzten Runden geschwächelt? Nein. Die hat zugenommen. Ach so. Also zunehmend. Ja, aber nicht so schlimm. Zugenommen. Ja. Mache gerade eine Niveau-Diät. Nee, mache ich nicht. So weit kommt es noch. Ja. An allen Ecken und Enden muss man sparen. Was ich habe. Das. Und eine bestimmte Krankheit, die ich hier nicht nennen möchte. Gott. Ich bin froh, dass du das machst. Ja. So, Braucht Mana, jemand? Mana. Genau. Hm? Das wäre meine Frage gerade gewesen. Mana. Will doch jemand Mana, oder? Achso, brauch noch. Wir haben sogar noch Einheiten frei. Hast du wieder nur zwei? Ah, nee. Wir haben noch Einheiten frei. Die Frage ist allerdings, warum eigentlich? Ich kann doch mal hier vorne so einen super. Ach, hier kann ich nochmal so eine mega Wegsmash-Felle rein. Hier will ich eine Grasfalle. Ich mach grad hier eine kaputtmach für böse Leute. Dann komm hier rüber. Ich wollte auch gerade sagen, ich würde, wenn wir noch was übrig haben, dann würde ich in der Nähe der Kristalle auf jeden Fall, also unmittelbar bei den Kristallen noch irgendwas hinbauen. Wir können da auch gerne noch tödliche Türme hintürmen. Nee, ich will hier erstmal so einen Chiller-Turm, Chiller-Falle hier zwischen Blockade und Falle. Das wäre awesome. Ich hab 3 Mana, das reicht nicht. Hier, nimm das und werte es auf. Ich hab 500 Mana. Ich hab 600 Mana.
Der Papa. So, oder was? Oder wie? Oder was? Ja, genau. Aber warum, wo sollen die denn da stehen bleiben? Ja, die bleiben dann hier so stehen. Und dann sind sie hier in der Falle und werden hier geboxt. Machen nochmal. Oh, ich hab jetzt überhaupt keinen Bock mehr, den Kristall anzugreifen. Lass irgendwelche Chips suchen. Chips? Chips? Grüne Falle, also, Gras, Hunger. Alter, wollt mir doch nicht erzählen, dass ihr noch nie einen Film geschaut habt, in den Leute so gekippt haben. Achso, ich mag Chips. auf geht's. Interessant. Ja. Ah, 500.000 Geld hinzugefügt, weil alles verkauft worden ist. Krass. Ein Okre. Was, 400.000? Ja, dann kann ich meine hässliche Maske mal aufwerten. Vielleicht kriegt die dann einen neuen Anstrich. Du meinst, dann siehst du plötzlich aus wie... Vorher. Wie jemand anders. Was war hier denn los? Dann wurdest du demaskiert. Ich gehe mal woanders hin, wobei das Mana sehr angenehm ist. Ja, muss ich ja mal... muss ich ja mal feststellen. Vielleicht kann ich nicht aufwerten. Boah, ich schnappe hier das ganze Mana. Das passt schon. Oga, Oga, blöder, blöder Oga. So, hier ganz viel Feuer, ruf da. Jetzt schießt den Totturm! Turm! Ist das ein Totturm? ja, ist er. Das ist hier. Turm, los! Walte deines Amtes! Guter Turm, braver Turm. Ah. Brav. Ich bin irgendwie gerade überall so verteilt. In das klingt Stücken. Schmerzhaft. Ja, yes. Aber man gewöhnt sich dran. Meine Fallen wurden gerade. Ich hab's live gesehen, wie meine Fallen durch die Gegend geschoben wurden. Oh, das ist so. Echt, die werden geschoben? Ja. Tatsächlich. Au, au, au! Den Schadekins. Was ist das denn hier? Da! Oh, hier muss, auch. Ich muss hier echt noch mal eine andere... Hier muss noch was anderes hin. Ach du Schande, jetzt kommen ja aber viele. Ah, hier sind Sprengmeister. Überall? Also ich meine Sprengviecher. Das sind keine Meister. Aber die sprengen. Ich musste glaube ich noch ein bisschen umstellen. Ja, das ist so aufgewertet. Ich kann das ja erst aufwerten und dann verkaufen, kann man ja schon. Nee, ich mach hier, da nochmal so eine. Oh, ich 1200 Mana, mal soll ich 1200 Mana kriegen, wenn ich hier Goldesel. Hier war ja auch der Engpass das letzte Mal. Da, wie ist bei euch gerade so? Habt ihr Fun? Basti hat noch einen Ogre. Ja, Mann, wir haben Fun! Das ist total geil! Warum ist denn... Hier ist der... Ach, hier ist... Okay. Okay, ach, ist auch schön hier. Ist leider in deiner Funktion etwas... Ja, ich dachte, hier wäre noch eine andere Falle. Aber nein. Vielleicht ist die durch. Nein, das hätte ich gemerkt. Durch? Das hätte mir in meinem Herzen wehgetan. du atmest doch mit dem Herzen. Stimmt. Deswegen hätte ich sie durchgeatmet. Fallen atmen ist schlecht für die Gesundheit. Steht auf jeder Packung. Nicht einatmen. Fallen atmen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Nicht für Kinder unter 20 Jahren geeignet. So. Jetzt kommen die ja hier durch. Wo? Achso, wurden die richtig weggeschoben? Ja, aber das der hier ist nur dreifach aufgewertet, insofern hau ich den einfach kann, mal weg. Man kann, nee, lass den doch stehen und ich kann mach hier dann eine Barrikade hin. Noch was Bremsendes dahin tun, weil ich meine, dann rennen die dazu und ich hoffe, dann bleiben die stehen. Ne? Vielleicht fehlt denn ja der Anlauf, dass die dann... Also ja, wir haben ja noch... Ich stell einfach hier noch eine Barrikade hin, so. Genau, wir haben ja eh noch Einheiten, von daher lass das ruhig stehen. Ja. Aber merkt ihr das, wenn wir Dinge brauchen? Und dann, ne? Dreifacher Turm ist ja schön. Also ich meine dreifach besternt. Ja. Ist gut. Ja. Oh, hallo, ich bin ein Sterneturm. Drei-Sterneturm. Ein Drei-Sterneturm. Für vier hat's nicht gereicht, dafür sind meine Betten. Aber ich meine drei Sterne, das hat ja auch nicht jeder. Nee. Wenn's das deutsche Drei-Sterne-System ist, also wenn's deutsche drei Sterne sind, dann ist es echt ganz gut. Ja? Ja. Ist das ein Unterschied? Ja, also international und deutsch ist schon ein Unterschied, ja. Wenn du in Portugal ein Drei-Sterne-Hotel hast, dann sieht es ein bisschen anders aus als hier in Deutschland. Ist das wie so eine Jugendherberge oder was? Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber... Hallo, was lernen wir daraus? Snail.
Sollen wir was lernen? Braucht jemand? Ich will nichts lernen gerade. Ich habe keine Lust gerade, was zu lernen. Ich will nicht lernen. Warum gebt ihr mir ständig das Geld? Das sieht ja dürftig aus. Ja, gut. Aber haben wir denn? Ach Gott, na, hier oben, hier unten sind ganz viele... Das das Falsche auszusehen, aber es hier sind ganz viele Sachen zu reparieren, lieber Herr Schnitzel. Vielleicht soll ich das, okay. Wir wollen dich einfach nur schwitzen sehen, dich in deinem engen Kleidchen. Damit ich ein Schwitzel bin. Aber warum, ihr habt jetzt gar kein Geld mehr, ne? Nee, ja, richtig. Okay. Hallo, hier ist wieder euer Rahmschwitzel. Ehrlich. Genau, ich schaue immer so auf anderen Channels vorbei und dann erzähle ich euch, was da so passiert. Was? Spitzel? Ach, Spitzel. Ja, da gibt's eine ganze Menge, was man da so... Also der Name ist schon multifunktional. Ja, das stimmt. Wie der Herr an sich auch. Hallöchen. Du meinst, ich bin in meiner Funktion flexibel. Ich meine nochmal hier... Waagerecht oder gebückt. Ja. Wenn man an den richtigen Stellen Pausen macht, dann ist es echt... Pause ist sowieso... Wer haut mich denn hier dauernd? Timing ist sowieso der entscheidende Faktor in der Comedy-Geschichte. Ja. Also nicht, dass das jetzt lustig sein sollte, aber... Du haust mich, du dämliches Fischgesicht. Wie redest du mit mir? Ach komm, du stehst doch drauf. Der wird auch nie alt. Basti wird älter. Das wird stets und ständig älter. Das stimmt. No. Ey, das ist ja ekelhaft. Was ist denn mit dir kaputt? Guck dir nochmal an. Ach, guck mal, da fliegt was. Ja, ich weiß, ich bin dann immer noch nicht so sicher, ob das hier alles optimal ist. Es muss ja nur reichen, bis der Kraken stirbt. Ja, das ist das Problem. Also auf Lebensdauer ist das hier sowieso nichts. Da kann ich keine Rente von bezahlen hier. Was? Von daher. Wie, du musst Rente zahlen? Also nee, B-Zahlen? Als Amazone nicht. Oh, weiß ich nicht, ob es da vielleicht spezielle Kassen gibt. Amazonen? Bestimmt, ihr habt eure eigene Rentenkasse. Ja. Bestimmt, ja. Bin ich auch fast sicher. Ich meine, die Ärzte haben ja auch eine. Beamte kriegen Pension. Du kriegst sicherlich keine Rente, du kriegst da deine eigene. Ich krieg Rentiere. Und dann fliege ich zum damit. Verspeisen! Genau. Groh. Na, nicht schon wieder Rentierpüree. Oh Mann, Tibi, bring was anderes! Oh mein Gott, mir fällt ja gerade auf, ich hab ja gar kein Tibi mehr, wenn ich dann alt und krank bin. Stimmt, vielleicht gibt's dann ja Sklaven wieder. Oder so. Ja, keine Ahnung, es kommt ja alles wieder, hat man so gesagt. Ja, das stimmt. Zumindest in der Mode. Ja, Schlaghosen, Sklaven. Tibi. Ja, natürlich. Doch. Modesklaven. Aber wer wischt mir denn dann den Pops ab, wenn ich und so? Oder macht mein Zimmer sauber? Ich hier mir noch nicht so. Ich mach das nochmal so. 700 Mana für den Turm, das ist ja günstig. Ja, gab's im Familienpack gerade. damit jeder da was von hat, von diesem Turm. Von tödlichen Türmen. Ja. Familienpack und tödliche Türme. Von klein bis alt. Nee, von groß bis klein, jung bis alt. Von klein bis alt ist alles dabei. Ja. Ah, wie viel Zeugs hier noch liegt. Da ist man da mal nicht und dann lässt sich plötzlich jemand was fallen. Apropos fallen. Was ist so geil. Ich hab hier so zwei so eine Heiler, ja? Und die kloppe ich immer, also die werden ja weggestoßen, wenn ich gegen die Gegend kloppe, ja? Und die kloppe ich gegen die Wand und dann fliegen die Wand hoch und hängen dann oben in einem Bug fest. Da muss ich immer erstmal warten, in einem Bug fest. So. Verstehst du? Bug fest. Da wird... nicht? Ich fliege weiter. Wir lachen dann später. Ja, auf jeden Fall muss ich da die ganze Zeit drauf rumkloppen, auch an der Wand und dann kommen sie irgendwann wieder runter und dann heilen sie sich oben wieder hoch, dann kommen sie wieder runter und so weiter. Deswegen dauert es hier so lange, deswegen ist die Welle noch immer nicht vorbei. Habe ich jetzt eigentlich okay, ne? Basti hat jetzt seine Unfähigkeit in Worte gefasst. Ich überlege gerade noch wegen Bugfest. Das ist noch nicht ganz verarbeitet. Ist kein Problem.
Lass dir Zeit damit. Ja. Okay. Ja, du kannst auch später zur Party kommen, das ist überhaupt kein Thema. Ja, die coolen Leute kommen eh immer später. Ja, ja. Eben. Obwohl, als Rahmenspitze solltest du vielleicht früher da sein, sonst verpasst du was. Das wäre ja halt nicht gut. Ich bin ja kein Spitzel. Eigentlich, also sag ich jetzt so, um nicht aufzufallen. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. Jetzt wird nie jemand drauf kommen, dass ich eigentlich hier der Spionage-King bin. Jo. Ich komme die Typen überhaupt hier hoch, ja, ne? So ein bisschen? Ja, ja. Nicht nur ein bisschen. Oh, ein bisschen mehr. Ja, wie sieht's denn? Wir haben noch 15 Einheiten Pfarrei. Wir sind bei der vorletzten Welle. Lass mal die noch abwarten und dann guck mal, wo was durchgekommen ist. Ja. Wollen wir jetzt als Menschen nichts machen? Also es ist vielleicht langweilig. Ja, aber das ist dann können wir Schwachstellen aufdecken. Genau. Ah, was für ein Plan. Außer natürlich, wie ist denn die Schwachstellen? Dann werden wir das natürlich nicht aufdecken. Das Problem ist nur... Wir sind noch nicht schwach. Wenn die Stellen auch nichts. Wenn die Scharken jetzt bis vorne rankommen, dann werden jetzt in dieser Welle hier ordentlich die ganzen Fallen verrutschen und dann sind sie in der nächsten Welle direkt am Kristall dran. Ach Quatsch, das stimmt auch wieder. Ach Quatschomat. Basti? Na gut. Jetzt hast du die Scheiße. So. Wenn man das Bild dazu nicht sieht, ist es ein bisschen bedenklich. Seit wie früher, als man klein war und im Sandkasten womit, gespielt hat. Wobei wir schon wieder beim Zivildienst wären. Definitiv, das war ein Spaß. So. Hier drüben ist noch eine... Ey, was ist das denn jetzt? Ja. Ich bin reich, yay, ich freue mich. Yippie! So, was kann ich denn hier? Ihr habt kein Geld mehr. Doch, ich habe noch ein bisschen, aber ich will gerade reparieren. Aber hier blinkt ja gar nichts mehr. Warum blinkt nichts mehr? Ja, soll ich noch was kaputt machen? Ich hab noch... Wo kann man denn... kann man ja gar nicht... Doch, klar kann ich... Wie viel Mana hast du denn noch? Fallen auslösen lassen. Ich hab jetzt 959. Dann hast du jetzt... 1057. Kann ich aufwerten? Heldeninfo. Ich mach die Waffe jetzt zu einem einmaligen Erlebnis. Kann ich gar nicht. Verdammt, es wird ein zweimaliges Ich. Das wäre auch... ich kann nur noch einmal aufwerten. Ja. Nun ist vorbei. Ja, dann muss ich eine neue Waffe haben. Und in der nächsten Map kriegst du eine neue Waffe. So einfach ist es. Ja, ich befürchte das. Ich meine, es wäre okay. Wenn die dann noch stärker wäre als die aktuelle aufgewertete, dann, das wäre aber richtig. Gut. Weil die dann noch aufwerten. Ne? Was ist das denn hier? Oh, das ist jetzt vorbei. Sehr gut, Plattenhandschuh nur. Geht los! Ja. Okay, ich stelle mich jetzt hier Moment, auf den Kristall und gucke. Nee, du machst mit. Du machst wie? Mit. Wir hauen jetzt die Scharken. Also ich will nicht, dass die Scharken durchkommen. Ja, aber die kommen doch nicht durch. Na doch, glaube ich. Nee, ich will. Ich sammle einfach den ganzen Kristallkrempel ab und werte hier auf wie blöd. Weil das kann ich. Boah, du Alter, ich bin ja fast tot! Was ist denn mit euch kaputt hier? Selbst der Ogre kommt nicht bis zur Falle durch. Das ist cool. Wegen des Turms da, oder was? Ich weiß nicht genau, aber der kam nicht. Also der kam nicht durch. Nur dann? Ja, das soll ja reichen. Hier vorne ist auch ganz super. Hallo Sharkens, ich mache mal kaputt. Wiegeviecher, die zermürben auch wie so ein Blätterteig. Und ja, kann auch noch eventuell etwas. Aber wie viel Kristalle und so? Ja, das ist schon echt hart. Es ist eigentlich, kann ich mich jedes Mal wieder wundern. Wahrscheinlich, weil ich so lernresistent bin. Eigentlich müsste ich das ja mittlerweile wissen, dass das so ist. Wovon redet denn ihr gerade? Von den Kristallen. Also, wenn das. Nein, dass die Typen hier so viel wegschmeißen. Ach, Mana. Ja. Ich glaube, hier oben muss ich noch was sichern. Oh, aua. Oder muss ich das? Ne, muss ich eigentlich auch noch. Könnte ich eigentlich, aber es ist, naja. Aber diese Zweifel. Zweifle nicht. Mache! Mache! Hast du dich verschluckt gerade, oder was? Basti hat sich verschluckt, ich weiß nicht, am Masse. Der spricht gar nie. Ich hab mir nochmal ein Fällchen aufgestellt, ne?
Ein Fältchen, schon wieder? Ja. Mit Korn? Nee, das ist... Nee. Komm schon, stirb, du Ogerhansel! Oh, tatsächlich, der stirbt, ja. Ogerhansel? Ja, so hieß er. Ich schreib keinen vor, wie er sich nennen muss. Darf, soll, kann. Ich meine, wenn es da drauf steht, dann muss es ja stimmen. Ja. Ein Ogerhansel ist erschienen. Es klingt ja auch ganz nachvollziehbar. Ich meine, wer heißt nicht so? Wer will nicht so heißen, vor allen Dingen? Das ist doch ein super Name. Das stimmt. Ist. Oh. Weißt du, wo du noch eine Falle hinstellen könntest, Rami? Willst du mir das jetzt sagen oder ist das eine rhetorische Frage? Das ist jetzt erstmal eine. Nee, ich habe erstmal. Also, der Süden ist ganz gut dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch da oben aussieht. Ich würde nämlich dort, wo die Fische aus der Wand kommen. Ja. Da würde ich nochmal eine Giftgasfalle hinboxen. Meinst du, das geht auch gegen die Fliegenden? Selbst wenn nicht, sind da genug andere. Achso. Dass das echt super läuft. Du meinst hier so. Aber hier vorne jetzt, oder was? Ja, genau. Direkt hier mit rein. So. Nee, dichter ran? Noch dichter ran, genau. Dass das hier so liegt. Dass das überlappt. So. Oh, perfekt. Perfekt. Oh. Jetzt, I'm in love with this trap. Jetzt wird... Trap. Jetzt wird... Achso, trap. Trap. Ah, nicht Treppe. Ja.